بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Mein Name ist Yassin und ich erzähle euch inshallah über meine Geschichte, wie ich war vor dem Islam. Ich bin, alhamdulillah, vor knapp 3 Jahren konvertiert. Davor hatte ich nicht so eine wirkliche Ahnung vom Sinn des Lebens. Man lebt vor sich hin, man läuft hinter der Dunya her und alhamdulillah, Allah hat mir die Rechtleitung gegeben. Ich habe ja. Was der Sinn des Lebens ist? Bruder, Sinn des Lebens war ganz normal arbeiten gehen und Familie, für die Familie da sein. Ja, so Freunde, Spaß haben, das war so vorher für mich der Sinn des Lebens. Bis ich dann gemerkt habe, dass die Probleme sich gehäuft haben und ich auf einmal keine Ruhe im Herzen hatte und ich vor jedem Problem weggerannt bin. Und das war nämlich auch so der Grund, warum ich so verzweifelt war und dann auch irgendwann mal nach der Wahrheit gesucht habe und dann auch selber mit dem Christentum ich mich beschäftigt habe und gemerkt habe, dass durch das Lesen der Bibel, durch die ganzen Widersprüche, dass ich mich da drin irgendwie nicht wohlgefühlt habe und dann langsam habe ich dann auch angefangen, den Koran zu lesen. Durch einen Bruder, alhamdulillah, der Bruder ist, mashallah, ist Deutscher, ist konvertiert, schon vor mir, trug auch ein bisschen länger so den Bart und das hat mich halt inspiriert, weil ich habe gemerkt, der hat einen europäischen Hintergrund und dann habe ich mich so gefragt, wie kann das sein, so, ich kannte vorher noch nie wirklich so konvertierte deutsche Brüder und dann habe ich ihn halt gefragt, so, wie ist das dazu gekommen, das war im Fitnessstudium und und der Bruder hatte immer viel Nur im Gesicht gehabt, der hatte viel Ausstrahlung gehabt. Und deswegen war ich halt so inspiriert von diesem Bruder, dass ich ihn halt gefragt habe. Und dann sind wir zu ihm nach Hause gegangen und er hat mir einen Koran gegeben. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und die Ermahnung halt hat mich natürlich so wach gemacht, dass ich gemerkt habe, die ganzen Ermahnungen, die im Koran stehen über die Juden und Christen, dass die ins Höllenfeuer kommen, hat mir natürlich Angst gemacht und mir auch dann gezeigt, okay, warum ist das denn so? Und durch das weitere Lesen habe ich dann natürlich, war ich so neugierig, dass ich dann auch dann Interesse entwickelt, hat sich Interesse entwickelt für den Islam und die Gemeinschaft, die man so gesehen hat in den Moscheen, das hat dann auf jeden Fall mir dann mich dazu motiviert, sage ich mal, ja, mich auf den Islam sozusagen, also den Islam näher kennenlernen zu wollen. Und so ist das dann auch, alhamdulillah, gekommen, dass ich dann an Ramadan 2012 am ersten Tag gefastet habe, obwohl ich noch kein Muslim war. Und dann hat ein Bruder mich auch eingeladen zu Hause. Und dann nach dem Essen sozusagen hat er zu mir gesagt, Bruder, schön und gut, aber dein Fasten, Allahu alam, ob das angenommen wird, ne, aber solange du kein Muslim bist, ist das halt so eine Sache. Ne? Der Bruder ist natürlich vorsichtig gewesen mit den Worten. Und dann habe ich so nachgedacht, ich habe nichts zu verlieren, weil sowieso ich lebe so für Dunya und ich habe keinen Halt und ich hatte auch nicht viel Wissen über das Christentum und dann habe ich gedacht, was hindert mich so, eigentlich hindert mich nichts, aber Shaitan hat natürlich dann seine Arbeit gemacht und versucht mich davon abzuhalten, die Shahada zu sprechen, aber dann habe ich so meinen Mut zusammengepackt, halb am Zittern, weil ich natürlich auch gedacht habe, was wird das denn für Folgen haben, im Sinne von Familie und sowas. Aber alhamdulillah, ich habe das dann trotzdem durchgezogen, sind dann auch zum Tarawih-Gebet gegangen und so langsam kam das dann so, ja. Wie war das so, der erste Eindruck deiner Familie, als sie gehört haben, du bist Muslim? Hatten sie Sorgen um dich? Mhm. Oder war dieser Schritt schwer für dich? Ja. Also meine Eltern haben das erst nach einem Jahr erfahren. Ich habe das versteckt gehalten, weil ich auch einfach sie nicht enttäuschen wollte, weil ich wusste, bei uns als Italiener, weil ich komme aus Italien ursprünglich. Aus Italien bist du genau? Aus Sizilien, ja. Und bei uns sind die halt, sage ich mal, streng katholisch, so dass die einfach zu stolz sind und
die einfach das ihrer Vorfahren einfach imitieren, aber eigentlich gar nicht so Praktizierende sind, sondern einfach, es geht ihnen darum, wir sind Italiener, wir sind katholisch, und deswegen so würde das gar nicht in Frage kommen, wie dein Sohn so ist, kommt, geht zum Islam rüber, und das wäre für die eine Schande gewesen, ja. Aber ich habe mich natürlich dann davor, sag ich mal, bewahrt, dass die das irgendwie mitkriegen, und habe mich zurückgehalten, habe mich eingesperrt beim Beten zu Hause, mein Zimmer, so habe das abgeschlossen, einfach nur um zu vermeiden, dass die das sehen und dass dann die ganzen Probleme anfangen, weil ich wollte erstmal selber stark im Dienen sein, bevor ich dann sozusagen mit dieser Konfrontation habe mit meinen Eltern und dann auf einmal nicht dann argumentieren kann. Und dann nach einem Jahr so ist das rausgekommen, auch weil dann Ramadan angefangen hat und ich da natürlich überwiegend abends weg war und nicht gegessen habe zu Hause, und die haben das dann auch gemerkt, und dann habe ich das denen gebeichtet und war leider sehr, sehr hart, ja, aber das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen habe ich das auch, alhamdulillah, geduldig ertragen, ja, bin auch ein paar Mal von zu Hause rausgeflogen, ja, aber khair inshallah, das ist im Endeffekt so, auch das war eine Prüfung, um zu gucken, ob ich standhaft war. Und Alhamdulillah, Bruder, das war die beste Entscheidung in meinem Leben, weil der Islam einfach mich aufgeklärt hat, meine offenen Fragen beantwortet hat, weil ich vorher einfach mit jedem Problem, den ich hatte, einfach nicht zurechtgekommen bin. Ich bin weggerannt, und ob das Geldsorgen waren, ob das Streitereien waren mit der Familie, egal was es war. Und der Islam hat mir einfach gezeigt, man soll Sabr haben, man muss beten, man muss dankbar sein zu Allah, egal was man hat. Wenn man wenig hat, dann Alhamdulillah sagen. Wenn man krank ist, Alhamdulillah sagen. Und das sind Sachen, die ich vorher einfach nicht kannte. Man hat sich beschwert über einen Schnupfen oder über Halsschmerzen. Und heute, Alhamdulillah, wenn ich krank werde, ich freue mich. Ja, bis vor einer Woche hatte ich noch eine Grippe gehabt. Und Alhamdulillah, das hat mich gefreut, weil Sahaba haben sich auch gefreut, wo die krank waren. Und deswegen ist das einfach eine Lebenseinstellung, sag ich mal. Die fühlst du dich heute, im Gegensatz zu früher, vor der Islamzeit? Ja, Bruder, Alhamdulillah, sehr gut, ja, weil ich auch an Reife gewonnen habe durch den Islam, durch die Sunna, soweit mal ich die praktiziere, lernt man viel, wie man sich zu verhalten hat, und ich fühle mich sehr gut. Ich habe innere Ruhe im Herzen, gerade wenn ich anbete oder wenn ich irgendwas habe, dass ich dann zum Gebet zurückgehe. Und dann fühle ich mich viel besser so innerlich, ja. Alhamdulillah. Und wie ist heute die Beziehung zu deinen Eltern? Ja, Alhamdulillah. Hast du alles gelegt? Ja, es ist sehr besser geworden. Es ist viel, viel besser geworden, weil am Anfang natürlich bei jeder Diskussion bin ich drauf eingegangen und habe auf mein Recht beharrt. Und heute habe ich halt, weil ich dann durch die Erfahrung da drin gewachsen bin, ertrage ich das einfach geduldiger und versuche mit netten Worten so irgendwie das zu sagen, das Gesprächsthema auch ein bisschen zu vermeiden erstmal, einfach um denen das Gefühl zu geben, ich bin nicht aggressiv oder sowas, weil das ist nämlich das Gefühl, was meine Eltern hatten, und die haben halt Angst, ne? Und man muss dann versuchen, denen klar zu machen, dass der Islam nichts mit sowas zu tun hat, ja, und dass ich mich nicht geändert habe als Mensch. Das sind meine Eltern, ich liebe meine Eltern über alles, sie inshallah lieben mich natürlich auch über alles, und ich will dann einfach zeigen, dass die Beziehung sich nicht ändert, sondern ganz im Gegenteil, dass durch den Islam ich die Reife gewonnen habe und besser bin und zu denen bin, und sie dann sich auch keine Sorgen machen müssen, dass ich irgendwie in falsche Wege gerate. Denkst du, deine Eltern haben sogar durch deine Konvertierung positive Veränderungen bei dir gesehen? Ich sag mal jetzt, in den letzten Wochen und Monaten schon. Aber vorher nicht, weil ich vorher auch nicht wirklich viel gezeigt habe. Ich habe mich auch ein bisschen distanziert, habe nicht wirklich das gesucht, den Kontakt zu denen, weil ich auch einfach Angst hatte, dass die mir immer wieder einreden, dass ich mich wieder zurückändern soll. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich halt versucht, viel Zeit mit denen zu verbringen, viel mit denen zu sitzen, mit denen zu reden, mit denen zu lachen. Und die merken jetzt auf einmal, obwohl er immer noch ist, wie der ist, also konvertiert und so, trotzdem, so hat sich jetzt auf einmal voll geändert so in den letzten Wochen, ne? Und ich pflege das sehr gut mit denen, und Alhamdulillah, jetzt verstehen wir uns sehr gut, und inshallah bleibt das auch so, weil vorher hatte ich auch vorgehabt, halt auszuziehen, um den Kontakt von, so sag ich mal, von mit der Distanz zu pflegen. Aber ich habe gemerkt, das ist jetzt nicht mehr nötig, und inshallah, wenn ich dann demnächst heiraten sollte, wenn Allah mir eine Frau schenkt, ja, dann geht man diesen Schritt
Und dann, inshallah, wird das dann auch nach wie vor so bleiben, der Kontakt mit meiner Familie. Also meine Botschaft an die Nicht-Muslime: Habt keine Angst vor diesem Schritt. Ja, wenn ihr neugierig seid auf diese Religion, dann holt euch einen Koran bei den Infoständen, auch für meine italienischen Geschwister. Es wird jetzt inshallah bald die Übersetzung auf Italienisch kommen. Ja, und liest einfach, nehmt euch Zeit dafür. Und das ist das Beste, was ihr machen könnt. Einfach nur, um Klarheit zu haben, um eure Fragen beantworten zu können.